Hertek Welkemen. Friesisch ist eine eigenständige westgermanische Sprache und gehört wie das Altenglische zur nordseegermanischen Sprachfamilie. Das friesische Sprachgebiet erreichte vermutlich im 12. Jahrhundert seine größte Ausdehnung. Es umfasste die folgenden Regionen im heutigen Deutschland: Nordfriesland, Helgoland, das Land Wursten, die oldenburgischen Frieslande und Ostfriesland. In den heutigen Niederlanden gehörten folgende heutigen Provinzen dazu: Groningen, Friesland, Nordholland, Südholland und Seeland. Heute existieren noch drei Zweige der friesischen Sprache. In Deutschland wird Nordfriesisch im nördlichen Teil des Kreises Nordfriesland und auf Helgoland von ca. 10.000 Menschen gesprochen. Ostfriesisch wird nur noch im Saterland, einer Gemeinde im oldenburgischen Landkreis Kloppenburg, von etwa 2.000 Menschen gesprochen. In den Niederlanden wird Westfriesisch in der Provinz Friesland von etwa 500.000 Menschen gesprochen. Die nordfriesische Sprache entwickelte eine Dialektvielfalt, die zu zwei Gruppen zusammengefasst werden kann. Zu den inselnordfriesischen Dialekten gehören auf der Insel Sylt das Söllring, auf Föhr das Fähring, auf Amrum das Ömrang und auf Helgoland das Halunder. Häufig werden in der Literatur die Dialekte der Inseln Föhr und Amrum als ein Dialekt verstanden. Zu den festlandnordfriesischen Dialekten gehören auf den Halligen das Halligfriesisch, das vermutlich auch auf der ehemaligen Insel Strand gesprochen wurde. In der Widinghade im Goldenen Ring das Widinghaser Friesisch. In der Bökinghade das Moringer Friesisch, das häufig noch einmal unterteilt wird in das Westermoringer Friesisch in Nibel, das Ostermoringer Friesisch in Risum-Lindholm und das Bökinghader Friesisch in der restlichen Bökinghade. In der Karhade das Karhader Friesisch, das noch in kleinen Bevölkerungsgruppen in Stede Sand und Enge Sande gesprochen wird. In der Nordergooshade finden wir insbesondere in Ockholm noch Sprecher des Nordergooshader Friesisch. In der Mittelgooshade sind noch sehr vereinzelt in Bromstedt und Drelsdorf Sprecher des Mittelgooshader Friesisch zu finden. In der Südergooshade ist der entsprechende Dialekt des Friesischen um 1980 ausgestorben. Auf Eiderstedt wurde im 17. Jahrhundert das Friesische durch das Plattdeutsche verdrängt. Hochburgen des Friesischen sind heute noch die Gemeinden Risum-Lindholm auf dem Festland und der Westen der Insel Föhr. Die Entstehung zahlreicher Dialekte der friesischen Sprache in Nordfriesland wurden vermutlich durch mehrere Bedingungen gefördert. Die Zweiteilung in Insel- und Festlandfriesische Dialekte ergab sich aus den beiden Einwanderungswellen, denn zunächst wurden um 800 die Inseln besiedelt. Die Besiedlung der Utlande, also des heutigen Festlandes, erfolgte erst um 1200. Die Siedlungsgebiete waren größtenteils durch meeresarme oder sumpfige Niederungen voneinander getrennt und hatten wenig Außenkontakte. Daher entwickelte sich Sprache in der eigenen Harde oder auf der eigenen Insel ohne große Einflüsse von außen. In Nordfriesland gab es zu keinem Zeitpunkt weder eine zentrale politische Gewalt noch ein politisches, wirtschaftliches oder kulturelles Zentrum, die auf das Friesische hätten vereinheitlichend wirken können. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die friesische Sprache immer weiter zurückgedrängt, was einerseits auf die erwähnte Entwicklung von zahlreichen Dialekten und andererseits auf den Einfluss des Dänischen und des Niederdeutschen im Mittelalter zurückzuführen ist. Spätestens mit der Einführung des sächsischen Kanzleideutschs, also des Hochdeutschen als Amts- und Schulsprache ab dem 17. Jahrhundert, wurde das Friesische so weit zurückgedrängt, dass es häufig nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern nur noch in der Familie gesprochen wurde. Ein weiteres Problem für das Überleben der Sprache ist auch darin zu sehen, dass sich Nordfriesisch erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer Schriftsprache entwickelt hat. Ob dieser Tatsache ist es umso erstaunlicher, dass infolge eine recht umfangreiche und vielfältige friesische Literatur entstand. Die Friesenvereine setzen sich seit Anfang des letzten Jahrhunderts für die Berücksichtigung der friesischen Sprache, insbesondere im öffentlichen Leben, ein. Daher wird heute in Nordfriesland in einigen Kindertagesstätten und Schulen Friesisch Unterricht erteilt.
An den Universitäten in Flensburg und Kiel wird das Studienfach Friesisch angeboten. Seit 1965 ist das Nordfriesk-Institut in Bredstedt die zentrale wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Förderung der friesischen Sprache und Kultur in Nordfriesland. Nordfriesisch ist eine der kleinsten Sprachen in Europa und gehört zu den durch die europäische Sprachencharta geschützten Minderheitensprachen. Die friesische Volksgruppe in Nordfriesland wird als anerkannte Minderheit durch das Land Schleswig-Holstein und durch die Bundesrepublik Deutschland in ihrer kulturellen Entwicklung gefördert. Soweit meine Ausführungen zur Sprachentwicklung des Nordfriesischen. Gerne hätte ich Ihnen einige Kostproben dieser Sprache serviert. Leider bin ich aber dieser Sprache nicht mächtig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.